dann wollen wir doch mal schauen, was uns da die Post gebracht hat. Das sollte dieser Prescale sein, soeben eingetroffen. Der kommt einmal nicht aus China, sondern aus Deutschland. Das war eine Idee, dass das Essen schnell da ist. Und ich hoffe, nach allem, was ich gelesen habe, auch auf eine bessere Qualität. Sollte so sein. Ich werde das mal eben überprüfen. Mal schauen, was da alles rauskommt. Ein Kabel. Ja gut, das geht dann nicht so gut hier. Werden wir dann mal öffnen. Genau. Dann kommt hier der Prescale. Also das dürfte das Kabel sein. Das wird dann beim Zähler hier einbauen werden. Also letztendlich wird das dann hier eingebaut. Das kommt danach. Jetzt schauen wir mal auf den Prescale, wie das aussieht. Okay, perfektes Teil. Oh, sieht professionell aus, wirklich gut gemacht. Wirklich sehr schön gemacht, also ich glaube, das lohnt sich. Mal schauen, ob Sie das genau sehen hier. Ja, also sehr, sehr gut, sehr professionell aufgebaut. Das ist von CircuitRally. Und ist diese Klonoption, sieht super aus, auch sehr schön die Schirmung, sehr gut gemacht, also sieht mal auf Anhieb extrem gut aus, sieht auch solide aus, Muttern und Schrauben sind bereits mitgeliefert, damit man das Ding dann im Gehäuse auch anschrauben kann. Das werde ich mal machen, ich werde jetzt mal das Gehäuse öffnen. Und dann werden wir diese Option einbauen. Dass wir ein bisschen den Überblick behalten, das Gerät, weil es absolut neu ist und nie in einem Rack war, hat Bumpers, einen Hebel, zwei Bumpers, also zwei Schutz, zwei Gummischutzabschlüsse, damit man das Gerät dann auch sauber einsetzen kann, ohne dass man immer die Kanten irgendwie verletzt. Damit man das Gerät auseinandernehmen kann, muss man zuerst den Hebel, den Traggriff entfernen. Und hier sieht man genau, es ist hier eine Anleitung. To remove the handle, rotate to vertical. Schön, so. Und dann einfach nach außen ziehen. Dann kann man diese Traggriff entfernen. Und jetzt muss man die Bumper entfernen. Und zwar vielleicht, so wie ich das sehe, würde vermutlich einen, das reichen, wenn ich den hinteren Bumper entferne. Die Schraube, um das Gehäuse zu öffnen, ist hier versteckt. Das heißt, ich muss jetzt diesen Bumper wegnehmen. Ich weiß noch nicht, wie das geht und ob das sehr mühsam ist. Es ist sehr mühsam. Ich werde das mal außerhalb des Videos machen. So, der Kantenschutz ist nun entfernt. Braucht ein bisschen Kraftaufwand. Das sind so Kanten, also so Nuten, Verstrebungen. Und über die Verstrebung ist eigentlich dann dieser Kantenschutz gestülpt. Ein bisschen Kraftaufwand. Jetzt muss man hier, es sind zwei Schrauben, eine hier und eine oben. Und jetzt ist es vielleicht sinnvoll zu wissen, das sind Torx-Schrauben. Also es ist dann schon wertvoll, wenn man den richtigen Schraubendreher hat, damit man diese Schrauben nicht zerschleißt oder verunglimpft. Damit man die dann auch wieder findet, habe ich hier ja, Mini Caprice, das ist so mein Käse, kleiner Käse. Und diese Schächtelchen eignen sich extrem gut, um die Schrauben dann auch wieder zu finden am Schluss. Mit dem Torx sollte das sehr gut gehen, das ist auch so. Aufschrauben und dann in das Käseschächtelchen legen, damit man sie dann auch wieder findet. Die sind sehr festgezogen. Muss auch so sein, die wurden im
nicht hier, dann der zweite. Vielleicht schon vorsichtig eben die Schrauben nicht überdrehen oder zerstören. Ja. Wenn die dann draußen sind, dann bleibt sogar drin. Ja. So. Und jetzt kann man hier das wegnehmen. Die Schrauben bleiben sogar im Rahmen. Die verbleiben im Rahmen. Den weglegen und das Käseschäfchen weglegen. Und jetzt sollte man eigentlich bereits, ohne den vorderen Bumper zu entfernen, sollte man das Gehäuse entfernen können. Und das geht auch, das ist auch richtig so, problemlos. Dann kann man den weglegen und jetzt das Gerät wieder die andere Seite drehen. Man sieht hier den monströsen, den riesigen, die riesige Teigbasis, die ist wirklich riesig groß, super gemacht. Und was jetzt kommt, ist eigentlich, dass dieser Prescaler hier eingebaut werden muss oder soll. Der kommt hier hin, die Löcher sind bereits vorhanden. Ja, hier, der wird jetzt hier eingebaut. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Ich werde das ein bisschen so vielleicht, ja, mal schauen, ob man das besser sieht so. Vielleicht. Hä? Also, das Ding kommt hier eingebaut. Das werde ich nun machen, aber außerhalb des Videos. Das dauert ja ein bisschen, ist aber auch keine Geschichte. So einfach hier die vorgebohrten Löcher nutzen und dann kommt dieses Kabel hier in diese Steckverbindung. Sollte eigentlich kein Problem sein, das werden wir jetzt tun und machen. Sie sehen, dass hier bereits, genau, ja, ist ein bisschen eng, aber es sollte gehen. Also hier sind 4 Löcher vorhanden, um diesen Prescaler einzubauen. Das werde ich jetzt tun. Ich muss hier die Schrauben lösen und mal dieses Ding hier befestigen. Hier kommt wieder mein Käseschächtelchen zum Zug. Schrauben lösen hier. Sieht sehr, sehr gut gemacht aus, also gute Mechanik, professionell gebaut. Bin wirklich sehr zufrieden, genau. Und dann verliert man eine Schraube und die werde ich jetzt zuerst suchen müssen. Ja, ich habe die Schraube gefunden. Wie immer sind die ganz zu hintersten und ganz in der hintersten Ecke, die gehen immer sehr weit. Und nochmals die letzte Schraube hier, ich werde dann vorsichtiger sein, nicht so viel, dass sie auf dem Tisch bleibt. Okay. So, und jetzt können wir das Ding hier befestigen. Die Frage ist jetzt noch, ja, oben, was ist unten? So oder so. Ich werde es so machen, das ist dann näher bei dem Stecker. Einschrauben hier. Genau, so geht das. Super. Zuerst mal ein bisschen mit der Hand. So, geht perfekt. Passt auch. Genau. So sieht das dann aus. Und jetzt muss man noch die Verbindung hier einstecken. Das sind so 2 Klappen, 2 Befestigungen. Und noch sehen, wie man das macht, also welche Seite. So geht das. Genau. Sehr gut. Klappt jetzt rein. Und somit ist der Einbau eigentlich schon fertig. Ich werde noch diese Schrauben hier jetzt fertig anziehen, befestigen. Das sind übrigens interessanterweise, glücklicherweise
Nein, auch Torx, aber ein bisschen kleiner. Wie soll es auch anders sein? Also hier braucht man einen anderen. Ja, ist ein bisschen kleiner. Würde ich jetzt auswechseln. Genau. So. Man sieht das, jawohl. Genau, so. Noch zwei. Genau. Die letzten zwei Schrauben ebenfalls befestigen. Nicht überdrehen. Gut. Ja. Damit ist dieser Umbau bereits erledigt. Noch vielleicht einen letzten Blick hier in das Gerät werfen. Mal schauen, wie es aussieht. Es ist wirklich neu. Die Geräte sehen, das Gerät sieht aus, wie es wirklich nie geöffnet wäre. Es ist ja auch frisch praktisch aus der Fabrik. Okay, wieder zusammensetzen und wieder verschrauben und dann testen wir gemeinsam die Empfindlichkeit dieses Gerätes und die Bandbreite. Hier sollte man, bevor man voreilig das Gehäuse schließt, auch noch das BNC-Kabel einstecken. Hier gibt es so eine kleine Buchse und diese Buchse muss raus und dann sollte eigentlich alles einfach gehen. Diese Buchse hier herauszunehmen ist übrigens ja, ein bisschen ein Gefummel. Ich habe hier so einen Stöpsel genommen und zwei, dreimal darauf gekickt und dann ist sie rausgekommen. Aber es ist eigentlich so ein bisschen ja, ein Gefummel. Und jetzt kommt die BNC-Buchse hier, wird hier eingebaut, wunderschön, das ist auch kein Problem. Es gibt übrigens eine kleine Abflachung, die hat es hier auf dem BNC-Stecker und die gibt es auch hier. Also die Abflachung muss hier reinstimmen, dann geht das. Abflachung hier nach oben, die ist hier auch oben und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Genau, geht hervorragend so. Auf diese Weise. Dann anschrauben. Ja, ein bisschen gefummelt, aber geht eigentlich schon. Ja, genau. Jetzt je nachdem, was man. So. Jetzt hier. Man sieht das, ja. Jetzt würde ich da mal schauen, was die beste Position ist. Ja, gut. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, das Ding hier zu befestigen. Ist genau verkehrt, also genau verdreht. Gegenüber dem, was ich eigentlich brauche. Aber es geht schon. Also hier einstecken. Haben wir hier noch das Kabel eingesteckt, hier befestigen, hier werden wir danach ein bisschen die Buchse befestigen. Ich nehme dafür eine Nuss. Ich nehme eine Nuss, das ist übrigens eine 14er und jetzt kann man hier schön anziehen. Ich würde da kein Werkzeug oder kein Hebel verwenden, sondern schön von Hand. Anziehen. Perfekt. Ich glaube, das reicht. Das ist eine 14er. Eine 14er muss und dann können Sie das sehr schön von Hand anziehen. Das ist, glaube ich, von Vorteil, wenn man das so macht. Es ist dann nicht, ja, man überdreht nichts, macht nichts kaputt. Somit kann ich dann jetzt wirklich definitiv zusammenstellen und das Gerät wieder an das Netz anschließen und mal die Sensitivität, die Empfindlichkeiten prüfen. So sieht das dann am Schluss aus, wenn alles wieder zusammengestellt ist. Wir haben nun eine
dritte Buchse, die von 100 MHz bis 3 GHz geht oder gehen soll. Das überprüfen wir jetzt. Ja, bevor wir nun was testen können, schauen wir zuerst, ob erstens der Einbau erfolgreich war und ob wir jetzt wirklich den dritten Kanal haben. Einschalten und mal schauen, was passiert. Also immerhin, alles leuchtet und jetzt kommt der Selbsttest. Auch das funktioniert, also das ist schon nicht schlecht. Und jetzt gibt es hier Frequenz 1, das wäre Kanal 1, Kanal 2 und jetzt sollte, boah, wenn alles gut geht, Kanal 3 kommen. Und tatsächlich, wir haben Kanal 3. Und ich stecke mir mal etwas ein, hier bei dem Kanal 3. Mal schauen, ob da etwas kommt. Und tatsächlich, ich habe hier 100 MHz und mit viel Mut gehe ich jetzt da mal auf 2,5 GHz und siehe da, das funktioniert. Also, so als erster Test, perfekt. Also, die Extension, die Erweiterung auf 3 GHz, also von 100 auf 3 GHz, Kanal 3 ist mal geglückt. Das funktioniert wenigstens und jetzt kommt der Test über die Empfindlichkeit. Aber das werde ich Ihnen in einem nächsten Video zeigen. Ich werde diesmal als Teil 2 so belassen.